Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du bei Dropshipping, E-Commerce oder Amazon FBA Steuern einsparen kannst. Dropshipping, Online-Shops mit Eigenversand und Amazon FBA haben eines gemeinsam. Es werden physische Produkte versandt, ob in Eigenregie, outgesourced oder durch Partnerunternehmen. Diese lassen sich unter dem Oberbegriff E-Commerce zusammenfassen. Wir wollen hier an einem konkreten Beispiel erklären, wie sich das Ganze steuerlich verhält, sowie mit welchen Methoden die Gewinne nach Steuern sich teilweise mehr als verdoppelt haben, nur durch aktive Steuereinsparungen. Hier vergleichen wir nun die Steuerlast in Deutschland mit dem Einsparpotenzial, das ein Firmensitz in Rumänien bietet. Alle Möglichkeiten, die wir präsentieren, sind natürlich vollkommen legal. Schauen wir uns nun zunächst mal die Zahlen an, also Kosten und Umsatz, die wir hier annehmen für dieses Unternehmen hier, das jetzt Dropshipping betreibt. Im Übrigen gehen wir auch davon aus, dass es sich hierbei um eine Kapitalgesellschaft, genauer GmbH, handelt. Als erstes, als Umsatz nehmen wir hier 200.000 Euro im Jahr an und als Kosten 90.000, sodass sich ein Jahresgewinn von 110.000 Euro ergibt. Nun, jetzt teilen wir mal diese Zahlen, also diesen Kosten, Umsatz, Gewinn und so weiter, mal auf in Deutschland und Rumänien und schauen mal an, wenn man in diesen beiden Ländern besteuert, welche Unterschiede und welche Vorteile sich dadurch ergeben. Nun, als erstes, die Eingangszahlen, die ich gerade erwähnt habe, sind natürlich gleich für beide Länder, da ändert sich nichts. Fangen wir jetzt aber mal mit der ersten Steuerart an, das wäre die Gewerbesteuer. In Rumänien, da sind wir hier sehr, sehr schnell fertig, denn in Rumänien beträgt die Gewerbesteuer genau 0 Euro, denn die gibt es dort nicht. Das heißt, egal wie viel Gewinn, wie viel Umsatz ihr macht, die Gewerbesteuer beträgt immer genau 0 Euro. In Deutschland ist es natürlich ein bisschen anders, da haben wir einen Hebesatz, aus dem sich hauptsächlich dann hier die Gewerbesteuer berechnet. Für dieses Beispiel gehen wir jetzt davon aus, dass wir uns in einer etwas größeren Stadt befinden und hier ein Hebesatz von 400% gilt. Berechnen wir das, dann kommen wir jetzt hier bei diesem Gewinn auf eine Gewerbesteuer von 15.400 Euro hier in diesem Jahr. Das ergibt allein schon bei diesem ersten Schritt, bei dieser ersten Steuer, einen Zusatzgewinn, den wir einfach nur durch die Verlagerung des Unternehmens nach Rumänien hier erwirtschaften können von 15.400 Euro. Das ist schon bei der ersten Position wirklich erstaunlich, finde ich, was da möglich ist. Machen wir nun weiter mit der Körperschaftssteuer. Diese fällt natürlich in Deutschland sowie auch in Rumänien an. Anders als in Deutschland wird allerdings in Rumänien hier die Körperschaftssteuer auf den Umsatz berechnet und nicht auf den Gewinn. Hier ist es jetzt so, dass in Rumänien die Körperschaftssteuer genau 1% auf den Umsatz betrifft. Das ist wirklich sehr, sehr wenig und in diesem Beispiel sind das gerade einmal beim Umsatz von 200.000 Euro dann nur 2.000 Euro an Körperschaftssteuer. In Deutschland ist es natürlich ein bisschen anders. Hier haben wir auch eine einheitliche Körperschaftssteuer. Diese bezieht sich allerdings auf den Gewinn, also die Einnahmen und damit auf die 110.000 Euro in diesem Fall. Und damit haben wir in Deutschland eine Körperschaftssteuer von satten 16.500 Euro. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Und wenn man sich auch hier mal wieder anschaut, was einem hier mehr übrig bleibt in der Tasche quasi jeden Monat gesehen durch die Besteuerung in Rumänien, sind hier 14.500 Euro hier schon wieder bei diesem Beispiel. Also ihr seht, da kommt langsam eine richtige Summe zusammen. Machen wir nun weiter. Natürlich möchten wir jetzt mit diesen Gewinnen auch was anfangen und deswegen möchten wir uns diese hier in dem Fall einfach als Dividende auszahlen. Und in Rumänien ist es hier sehr vorteilhaft. Hier werden einfach alle Dividende pauschal mit 5% besteuert. Das ist natürlich dann sehr attraktiv, denn hier bei dem ja doch noch recht satten Auszahlung von 80.000 Euro zahlen wir dann gerade mal 4% an Steuern für diese Dividende. Auch hier wird das sehr vorteilhaft. In Deutschland, da kennt ihr es, hier gilt die Abgeltungssteuer von 25%, natürlich plus Soli wie immer. Und hier haben wir dann bei einer Dividende von 80.000 schon mal 24.000 an Steuern. Das tut schon weh, wenn man sich das mal so anschaut. Und vor allen Dingen, auch wenn man sich hier wieder den Zugewinn anschaut, den Vorteil, den man hier durch die Besteuerung in Rumänien erlangt, von satten 20.000 Euro. Nun würde ich sagen, ziehen wir mal einen Strich drunter, schauen wir uns das mal in Summe an, was hier so an Steuer in den einzelnen Ländern, wie gesagt, bei der gleichen Unternehmung, bei den gleichen Einnahmen und Ausgaben anfällt. Die Gesamtsteuerlast beträgt hier in Rumänien gerade einmal 6.000 Euro und das bei einem satten Gewinn von 110.000 Euro, also das ist schon wirklich sehr vorteilhaft. In Deutschland, naja, da sieht es jetzt ziemlich anders aus. Da müssen wir ganze 55.900 Euro blechen. Das tut schon weh und da stimmt auch mal wieder der Satz, man zahlt so ungefähr die Hälfte dessen, was man an Gewinn hat, eben als Steuer. So kennt man das ja, die 50%, die man landläufig sagt, das kommt hier ziemlich genau hin.
Wenn wir uns nun insgesamt mal anschauen, was wir an Zugewinn haben, was wir an mehr an Geld wirklich bei an der Tasche haben durch die Besteuerung in Rumänien, dann wird es erst richtig interessant, denn das sind hier fast 50.000 Euro, genau hier 49.900 Euro. Also da seht ihr, wieso das Ganze wirklich sehr, sehr interessant ist. Mal in Prozent ausgedrückt, ja, finde ich, sieht auch sehr interessant aus. 5% Steuerlast in Rumänien, hingegen 51% Steuerlast in Deutschland. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich denke, da weiß jeder, was da Sache ist. Werfen wir zum Schluss auch nochmal einen Blick auf den Gewinn nach Steuern. Hier in Rumänien, da bleiben uns von unserem schönen Gewinn von 110.000 Euro auch noch wirklich viel übrig. Damit können wir noch was anfangen. Hier sind es nämlich 104.000 Euro Gewinn nach Steuern. Naja, in Deutschland, ich mag nicht hinschauen. 54.100, also wie gesagt, die Hälfte ist hier weg. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Sollte das Thema Firmengründungen oder Steuern sparen für dich interessant sein, so freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung.